Was geht? Willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal einen Solo-Godmode-Glitch. Dieser benötigt überhaupt nichts außer dieses neue Taxi-Unternehmen von dem Taxi-Update. Ja, Freunde, das habt ihr auf jeden Fall alle, egal in welcher Lobby. Auf jeden Fall macht das auch immer auf eigene Gefahr. Ich bin hier für nichts verantwortlich, sollte irgendetwas passieren. Ja, auf jeden Fall, ich will gar nicht so viel rumlabern. Im Hintergrund könnt ihr auch schon sehen, das stammt noch aus meiner Lobby. Als auch, das ist quasi ein Beweis für euch, dass das Ganze wirklich funktioniert. Das ist etwas Timing, aber ich hab's direkt geschafft, ohne, ich sag so wie es ist, dass ich irgendwie ein bisschen wusste, was hier gerade abgeht, Freunde. Ja, also ich habe einen kleinen Freestyle heute rausgehauen und es hat dennoch funktioniert. Also ich bin ohne Ahnung in den, in diesen Glitch gegangen und es hat geklappt. Ich fange jetzt mit dem eigentlichen Video an. Let's go. Du hast immer noch kein Geld in GTA 5 Online? Dann schau doch jetzt bei Sebi Mods vorbei. Dort gibt es günstige Unlock Alls und Money Boosts inklusive RP Boost. Mit meinem Rabattcode MUTE10 bekommst du 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Website. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, Freunde, wir begeben uns zu Downtown, Cap und Co. Ich habe das nämlich jetzt schon gemacht, das ist unterhalb dem Casino. Da ist eine Garage, viele von euch haben bestimmt die Garage, könnt ihr euch daran orientieren. Wir begeben uns zu diesem weißen Kreis, schließen unser MC oder CEO, welches wir dann noch offen haben. Ich habe es einfach ein bisschen verpeilt und habe es gar nicht gemerkt, da ich eins aufhabe. Ja, Freunde, jetzt ist etwas Timing gefragt. Wir müssen jetzt gleich Dreieck und R2 gleichzeitig gedrückt halten. Ja, wir schließen dafür jetzt erstmal MC und CEO. Wir starten das, sobald, ja, also wir starten diese Taxifahrt, sobald unser Charakter anfängt, in die Animation zu gehen, sofort Dreieck und R2 drücken. Ja, Freunde, wir werden das jetzt machen und ich habe jetzt, als er die Tür reingegangen ist, habe ich Dreieck, ja, und R2 gedrückt gehalten. Wir sollten dann nämlich nicht sterben, sobald er also die Tür hineinläuft, Dreieck und, ja, R2 gedrückt halten, bis das Ganze so aussieht. Solltet ihr sterben oder so, habt ihr den ganzen Glitch verkackt. Wir laufen jetzt einmal durch die dreckige Kanalisation. Das sieht ein bisschen verbuggt aus, aber guck mal unten links auf die Minimap. Dort können wir dann ganz einfach einmal feststellen, dass da diese Kanalisation abgebildet ist. Ja, Freunde, wir sind jetzt einigermaßen aus dieser Kanalisation raus und dann holen wir einen Atomizer und testen, ob wir davon in die Luft geschleudert werden und Schaden nehmen. Ja, soll das nicht so der Fall sein, holt die Panzerfaust und schießt etwas auf den Boden. Ja, Freunde, wie sehen könnt, ich bin komplett im God-Mode. Wie gesagt, nutzt das nicht für irgendeinen Blödsinn. Alles ist wie immer auf Eigenverantwortung. Und ja, sollte euch irgendwas zustoßen, mal angenommen, es ist ein Bann, mal angenommen, es ist die Spielverderbersitzung, die ihr dafür bekommt, oder es sämtliche anderen Strafen, die Rockstar Games und sonst wer euch erteilen wird und kann, ja, alles auf eigene Gefahr, ihr übernehmt Eigenverantwortung, also wenn was passiert, selber schuld. Ja, braucht ihr auf jeden Fall auch nicht die Kommentare damit voll heulen, ja, wegen dir ist das und das passiert. Ja, ich zeige euch nur, wie das hier funktioniert und ob ihr das am Ende macht, ist euch überlassen. Trotzdem, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt das mir mit einem Like oder einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure Mitteilung, Freunde, und aktiviert auf korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video oder aber auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.